Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2021. Dies sind die Abenteuer der Hoffnungsbox, die ein Jahr lang im Kirchenkreis Oderland-Spree unterwegs war, um Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen darüber, was ihnen Hoffnung macht. Am Ende ihrer Reise ist die Hoffnungsbox in Eisenhüttenstadt angelangt und wird jetzt ausgepackt. Herzlich willkommen! Comforting feeling that though we have fallen, we are not defeated. So gather your wisdom, go come in your coming. Whatever the vision, just fix your eyes on it. Rise like a champion, rise like a champion, rise like a champion, rise like a champion. We're children of freedom, people of the spirit. Here's our motivation, we go where the love is. The power in this moment, we will not ignore. God knows, hey, there are only so many tomorrows. Rise like a champion, rise like a champion, rise like a champion, rise like a champion. Ayo, 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 ayo. Rise like a champion, rise like a champion, rise like a champion, rise like a champion. Ayo, ayo. Ayo, ayo. As long as I'm here, I'm seizing the day. Believe, believe, it's heaven sent. I'm trusting the promise, faith lifting me high. Give me the wings I need to fly. Ayo, 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 ayo. No mind has conceived it, and no one's ever seen it. What's waiting for us? The sky is the limit. And though we have trouble, and at times it seems hopeless, I know God has surely not given up on us. Rise like a champion, rise like a champion, rise like a champion, rise like a champion. Ayo, 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 ayo. Rise like a champion, rise like a champion, rise like a champion, rise like a champion. Ayo, 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 ayo. As long as I'm here, I'm seizing the day. Believe, believe, it's heaven's end. I'm trusting the promise, they've lifted me high. Give me the wings I need to fly. As long as I'm here, seizing the day. Believe, believe, it's heaven sent. I'm trusting the promise, faith lifting me high. Give me the wings I need to fly. So lange ich hier bin, ich ergreife den Tag. Und ich glaube, dass es ist von dem Himmel gesandt. Ich vertraue sein Versprechen und der Glaube hebt mich hoch und gibt mir die Flügel, die ich brauche, um zu fliegen. As long as I'm here, I'm seizing the day. Believe, believe, it's heaven sent. I'm trusting the promise, they've lifted me high. Give me the wings I need to fly. Give me the wings I need to fly. Give me the wings that I need to fly. Herzlich willkommen in Hütte, wie wir Einheimischen sagen.
Eisenhüttenstadt ist eines der größten Flächendenkmale in ganz Deutschland und trotzdem eine von Deutschlands jüngsten Städten. Wir haben hier viele liebe Menschen aus allen möglichen Ländern. Nach einer langen Reise durch den Kirchenkreis ist die Hoffnungsbox bei uns angekommen. Hier im evangelischen Gemeindezentrum. Eisenhüttenstadt wurde ohne Kirche geplant und gebaut. Vor 40 Jahren wurde dann dieses Gemeindezentrum gebaut. Das war damals ein Hoffnungszeichen und ist es auch heute noch für viele Menschen. Ja, herzlich willkommen Ihnen und euch am Bildschirm. Herzlich willkommen aber besonders heute euch, unseren Gästen hier in Hütte, Judy Bailey und Patrick Depuhl und auch euren Söhnen Levi, Noah und Jacob, die noch dabei sein werden. Wir hatten euch eingeladen vor einem Jahr zum Kirchentag in Beeskow. Die Corona-Pandemie hat das verhindert. Aber nach einem Jahr Weg der Hoffnungsbox seid ihr heute dabei beim Auspacken, beim Unboxing. Ganz toll, ich freue mich total. Ja, sehr schön hier zu sein. Es würde mich wirklich interessieren zu wissen, wie seid ihr überhaupt auf die Idee von der Hoffnungsbox gekommen? Naja, das könnten wir euch jetzt natürlich lang und breit erklären, aber es wäre doch viel einfacher, wenn wir uns jetzt einfach unser Video anschauen. Hoffnungsweg. Hoffnungsbox. Hoffnungszeichen. Wie geht's weiter mit Corona? Wie schaffen wir die Klimawende? Was wird aus Deutschland und Europa? Mit all den unterschiedlichen Meinungen, Religionen, Kulturen. Und was aus der Welt mit Reich und Arm? Und was ist mit mir? Mit meiner Familie? Mit meinen Freundschaften? Meine Schule? Meine Ausbildung? Mein Beruf? Mit meiner Gesundheit? Und was ist schließlich am Ende? Diese Fragen kann doch keiner beantworten. Am besten, wir stellen sie gar nicht erst. Aber es gibt auch Hoffnung und Grund zur Hoffnung. Am 13. September wollten wir einen Kirchentag in Beeskow feiern zum Thema Hoffnungszeichen. Aber wegen Corona können wir nicht so feiern wie geplant. Aber das Thema Hoffnung haben wir nicht verschoben. Und da entstand die Idee, einen Hoffnungsweg zu gehen in diesem Jahr. Und wir wollen Ausschau halten nach Hoffnungszeichen. Und das sind unsere Hoffnungsfragen. Was ist Hoffnung? Was ist für dich Hoffnung? Was lässt dich hoffen? Was gibt dir Hoffnung? Worauf hoffst du? Gibt es Hoffnungsgeschichten oder Hoffnungstexte für dich? Aus der Bibel? Aus dem Leben? Oder von noch woanders her? Ja, hast du Erfahrung mit Hoffnung? Ich bin gespannt auf die unterschiedlichen Antworten. Voneinander zu wissen, ist der Beginn eines gemeinsamen Weges. Was ist jetzt mit der Hoffnungsbox? Also am 13. September, da findet jetzt doch ein Gottesdienst in Beeskow statt. Der wird live im Internet übertragen. Damit beginnt der Hoffnungsweg. Und nach dem 13. September kann man die Hoffnungsbox zu sich einladen. Ein Monat lang wird sie auch in Ihrer Gegend irgendwo sein. Wir bitten darum, dass jeder, jede ein Hoffnungszeichen einlegt in die Hoffnungsbox. Ein Gegenstand, ein Text, ein Bild. Und herzliche Einladung, die Hoffnungsbox auf ihrem Hoffnungsweg zu sich einzuladen. Wir sind schon sehr gespannt, was Sie dann als Hoffnungszeichen in die Hoffnungsbox hineintun. Also, hoffentlich bis bald auf dem Hoffnungsweg. Wir sind dabei.
Und wir hoffen, Sie auch. Alles Gute. Als wir vor einem Jahr die Hoffnungsbox auf den Weg durch die Region geschickt haben, haben wir uns überlegt, in welchem Monat die Box in welcher Region sein soll. Alles Weitere sollte sich finden. Aber eine Sache war uns wichtig und das haben wir uns gewünscht. Wir wollten gerne einen Schirmherrn für den Weg der Hoffnungsbox. Martin Patzelt hat die Schirmherrschaft für die Hoffnungsbox übernommen. Vielen Dank dafür. Schön, dass Sie auch heute hier sein können. Martin Patzelt ist Politiker, er ist Bundestagsabgeordneter und er war Oberbürgermeister in Frankfurt. Was hat Sie bewogen, die Schirmherrschaft zu übernehmen? Wenn man mich fragt, ob ich meinen Schirm, der ist ja nur symbolisch gemeint, über eine gute Sache halte, dann mache ich das gerne. Und die Hoffnung zu stärken, das ist so wichtig, weil mir immer wieder Leute begegnen, denen es an Hoffnung gebricht. Und auch selber muss meine Hoffnung immer wieder stärken lassen. Und wenn man dann eine Kiste packt und die Hoffnung aufschreibt und sie auf den Weg schickt, dann ist das ein ritueller Akt sozusagen, der uns Kraft und Hoffnung schenken kann. Dankeschön. Ja, diese Tage sind Tage, wo die Dinge verändern sich. Und das stimmt auf jeden Fall. Manchmal wir sehen, wie die Dinge verändern sich zum Schlechten, aber die verändern sich auch zum Guten. Und das sagt dieses Lied. Dinge verändern sich, es gibt kein Zurück mehr, aber bleib dabei, bet dein Verstand frei und halt fest. Glaube an denjenigen, der Wissenschaft nicht sehen kann. Ich vertraue dem Geist Gottes in mir. Things are changing, and I'm wondering, oh, I'm wondering. Things are changing, and I'm wondering where it will end. There's no doubt time is rushing on, sometimes dragging us along to a new day. As the future's unfolding, it's a bit like going through a door, but then can't get back to before. 'Cause when you turn around, the door had gone. There was no returning. There's no going back. Keep your steps strong. Pray your mind free. Walk on. Lean on the one that science can't see. I'll be trusting the spirit in me. Things are changing, and I'm wondering, oh, I'm wondering. Things are changing, and I'm wondering where it will end. And now we live in different days. There's a shifting in society. Priorities rearranged. Let's bow our heads and ask for guidance. God only knows what's going on, and I have questions about it all. But I still believe in the one, that He is there and He is not silent. So light up our way as we stride ahead. So we may long for the old, familiar precepts. Let's be wise and persist what needs to be resisted, and embrace what is progress in spite of the pain. Things are changing, and I'm wondering, oh, I'm wondering. Things are changing, and I'm wondering where it will end. Friends.
your steps strong, pray your mind free, walk on. Don't scorn the things that science can't see. I'll be trusting the spirit in me. There's no going back, keep your steps strong, pray your mind free, walk on. Lean on the one that science can't see. I'll be trusting the spirit in me. Oh, die quietscht aber schon ganz schön. Ja, die hat auch eine weite Reise hinter sich. Oh, ich bin so gespannt, was da jetzt drin ist. Sie bestimmt auch. Na, dann lass uns doch mal nach. Wow, ist die voll. Klasse. Oh, ein großes Bild. Aber so viele Sachen. Wollen wir das mal rausnehmen? Ja. Schauen wir es mal alles an. Und eine noch. Wow. Was da alles drin ist. Hoffnungszeichen. Viele Hoffnungszeichen. So viele Menschen haben hier ihre Hoffnungszeichen hineingelegt. Kinder aus der Kita, aus der Christenlehre. Oder auch Jugendliche, wie bei dem hier, aus dem Konfi-Unterricht oder der jungen Gemeinde. Ja, und natürlich auch viele Erwachsene aus Chören zum Beispiel oder auch von Gesprächskreisen und natürlich auch von Gemeindekirchenräten. Und auch etwas gekommen ist aus den Wohngemeinschaften von Menschen mit Behinderungen. Wow, das sieht wunderbar aus. So viel ist zusammengekommen, meine Güte. Through all the changing scenes of life, durch die sich verändernden Szenen des Lebens, in trouble and in joy I find, in Schwierigkeiten, aber auch in der Freude, finde ich, there is one constant love divine. Da gibt's eine göttliche Liebe, die alles verbindet. And love is always embracing. Und Liebe umarmt immer. Und das ist irgendwie wie ein Zeichen der Hoffnung, Zeichen der Liebe hier. Einfach hier, das ist wunderbar. Dieses Lied, wenn ihr möchtet, ganz einfach mitzusingen. Komm einfach mit. All the changing scenes of life, in trouble and in joy I find, there is one constant love divine, and love, love, love is always embracing. Believe me, it's not lightly said, love stills the madness in my head. And when I feel alone, I sense how love, love, love is always embracing. Love won't let me go tonight, it won't let me go tonight, it won't let me go tonight.
me go, na 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 na. Love won't let me go, na na na. Won't let me go, na na na. Won't let me go, na 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 na. Love won't let me go, na na na. Won't let me go, na na na. Won't let me go, na 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 na. Love, 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 it's always embracing those situations. Sing with us. Love won't let me go, na na na. Won't let me go, na na na. Won't let me go, na 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 na. Love won't let me go, na na na. Won't let me go, na na na. Won't let me go, na 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 na. Love won't let me go, na na na. Won't let me go, na na na. Won't let me go, na 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 na. Love, love, love is always embracing, and even death, it's is always embracing. Ja, toll, was hier alles für Hoffnungszeichen drin sind, von ganz verschiedenen Menschen. Ich sehe hier zum Beispiel eine goldene Kiste. Da steht dabei der Hoffnungsaltar der Christenlehre in Fürstenwalde. Der besteht aus kleinen Steinen, Hoffnungssteinen. Da steht zum Beispiel drauf Freunde. Ich sehe hier eine Mauer, Mauersteine, eine Art Klagemauer. Da sind Bilder drin. Zum Beispiel dieses, ein fröhliches, springendes Herz. Ich sehe einen Regenbogen mit einer Taube. Ein uraltes Zeichen dafür, dass es weitergeht, dass die Hoffnung bleibt. Ich bin ein lebender Stein, auf dem Gott seine Kirche baut. Das haben uns die Jugendlichen aus dem Konfirmandenunterricht auf einem Spiegel geschrieben und in die Hoffnungsbox gelegt. Des Weiteren haben Jugendliche aus Lindenberg einen Baum gepflanzt. Ich bin stark.
Aber am Baum, nicht so weit, am Baum. Genau, an, ich will nicht direkt auf den Baum. Ja, an den Stamm, natürlich. Außerdem fühle ich dann vielleicht Günther Zweig. Ich habe Günther Zweig. Sehr schön. Erde. Wenn wir Glück haben, wird ein bisschen Wind und was Schönes mit Wind. Haben wir auch eine... Bin ja. Zeit von oben. Platz den Baum der Hoffnung vor unser Haus, dass er seine Arme streckt weit hinaus. Jeden begrüßt er lästig ein und aus. Platz den Baum der Hoffnung in unser Haus. Und Erwachsene haben uns zum Beispiel diese tolle Lichterkette gebracht. Da sind ganz viele Hoffnungswünsche und Hoffnungsgedanken dran. Die Lichterkette ist so groß, die könnten wir gar nicht ausbreiten. Und was ist das hier? Eine Flasche mit Oderwasser zum Tauffest aus Aurit. Menschen haben sich auf den Weg gemacht und haben ein Hoffnungszeichen gesetzt für sich selbst und für andere. Ich will zu Gott gehören. Ich möchte mit ihm mein Leben gehen. Was auch in der Hoffnungsbox war, war dieses Plakat. Auf diesem Plakat zeigen Menschen mit einer Behinderung aus einer Wohnstätte in der Nähe von Erkner ihre Wünsche. Ja, faszinierend, was alles gekommen ist und was ich auch gehört habe, dass ganz viele Menschen sich Gedanken gemacht haben über das Thema Hoffnung, dass Menschen miteinander darüber gesprochen haben, was ihnen Hoffnung macht und worauf sie ihre Hoffnung gründen. Und das alleine ist schon ein großes Hoffnungszeichen, dass Menschen so ins Gespräch kommen, darüber nachdenken und ja, vielleicht auch Hoffnungswege finden. Vielleicht Sie und ihr auch. Wir haben euch unser neuestes Lied mitgebracht. Wir haben das gerade geschrieben, in dieser Zeit, mit dieser Zeit, irgendwie trotz dieser Zeit auch. Und ganz besonders, unsere drei Jungs machen ja Musik mit uns heute, aber einer rappt auch, und zwar zum ersten Mal in diesem Song, selbst geschrieben, freuen wir uns besonders drauf. Und sonst, Judy, du singst sogar auf Deutsch. Und wir sagen euch einfach, singt mit und vor allem lass dich umarmen. Oh mein Herz, schwere Zeit, Maskenball, Einsamkeit, isoliert, viel allein, scheint langsam vorbei zu sein. Tausend Pläne, nicht passiert, zig Termine, wegradiert, mal unfassbar, mal verstrickt, Gott sei Dank, wir sind noch hier. Sehnsucht, ich spür dich, Nähe, ich freu mich, das Leben in die Arme zu nehmen. Die Welt geht auf, der Nebel weicht, wir kommen raus. Mensch lebt nicht nur für sich, ja, ich brauche dich, lass mich umarmen. Oh, 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 oh. Tiefe Wunde, hautnah, keines Wunder, das dann geschah. Bin berührt, trotz der Ferne, es war auch eine Chance zu lernen. Jetzt in echt stehen wir hier, nichts mehr zwischen dir und mir. Mir ist neu bewusst, kein Vergleich, dein Strahlen macht mich reich. Halt mich, ich halt dich, hab uns vermisst. Spüre, wie schön Leben ist. Wir kommen raus. Mensch lebt nicht nur für sich. Ja, ich brauche dich. Lass dich umarmen. Die Hoffnung lebt. Der Weg war heute noch Liebe trägt. Fühl mich ganz neu beseelt. Das hat so gefehlt. Lass dich umarmen. So far times come me heart to heart. Great sky days be like behind bars. Been running, hunting for something. Isolation, bugging last year. Frustration been on me, been down. God got me over that fence. Life ain't bad over a different lens. It's clearing up now, but the game like how now. We can embrace, we can go immense. Take from this
time though just let it pass. We fall down, get back up like grass. Let light shine, leave the bad in the past. Don't be sad, we back up at last. A boy be like I'm hardened. Help those in need like a Saint Martin. Got the best route in your life, a bargain. Don't take it for granted, and last if you mind. Trost und Wärme, Liebe und Licht. Friede, Freude und Zuversicht. Segen, der dich umgibt. Lass dich umarmen. Die Welt geht auf, der Nebel bald wir kommen raus. Mensch lebt nicht nur für sich, ja, ich brauche dich. Lass dich umarmen. Die Hoffnung lebt, der Weg war halt doch liebenswert. Fühl mich ganz neu beseelt, das hat so gefehlt. Lass dich umarmen. Umarmen. Lass dich umarmen. Mensch lebt nicht nur für sich, ja, ich brauche dich. Lass dich umarmen. Umarmen. Lass dich umarmen. Die Pandemie, die hat ja ganz viel verändert, auch für euch. Im ersten Lockdown im letzten Jahr, da habt ihr ja ganz plötzlich keine Konzerte mehr spielen können. Und da hattet ihr eine ganz tolle Idee, finde ich. Ihr habt einfach an dem Abend, wo ihr ein Konzert spielen solltet, bei euch in der Küche gespielt. Und habt die Hope-Songs erfunden, Hoffnungslieder. Und habt, ja, Kitchen-Concerts, also Küchenkonzerte gemacht. Erstmal selbst und dann habt ihr ganz viele christliche und andere Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Welt eingeladen, mitzumachen. Jeden Abend gab es da was, war ganz toll. Wie war denn das für dich, Levi, zum Beispiel, dass ihr in der Küche Musik gemacht habt? Ja, also ich würde sagen, das war am Anfang eine sehr untypische Situation natürlich, weil man in der Küche natürlich keine Musik macht. Aber, und es war auch einfach erst seltsam, weil man ja normalerweise jetzt nicht immer um 6 Uhr irgendwie ein Konzert macht oder so. Es war sehr untypisch, vor allem von der Kamera, ohne Publikum, ohne wirkliches Feedback. Mhm. Also es war erstmal sehr unfamiliär, würde ich sagen. Aber mit der Zeit konnte man auch sehen, wie positives Feedback mit eingeflossen ist und Leute gemerkt haben oder gesagt haben, wie sehr ihnen diese Küchenkonzerte geholfen haben. Und ich glaube, es war cool zu sehen, dass man Leuten auch so helfen konnte und Teil davon sein konnte quasi. Super. Also mir hat das auch unheimlich viel Freude gemacht und viel Hoffnung gegeben, tatsächlich. Hope Songs, Hoffnungslieder, was für euch ist persönlich dieses Thema Hoffnung und was macht euch Hoffnung? Ich weiß nicht, wer antworten will. Ja, ich meine, Hoffnung für mich ist die Idee, dass morgen wird anders sein als heute. Aha. Ja, nicht zu denken, dass es immer so bleiben wird. Und das habe ich auf jeden Fall und ich glaube, das ist tatsächlich mein Glaube, ist, dass das irgendwie das ausmacht. Irgendwie in der ganzen Zeit war ich nie verzweifelt und hatte immer gedacht, okay, es wird. Ich meine, wir sind in dieser Situation, lass uns das Beste daraus machen und Gott ist mit uns. Und sogar diese Hope Songs, das war wirklich ein Geschenk. Wir haben viel gegeben, aber für uns war es auch ein Geschenk, weil man merkte tatsächlich, wie es uns gut getan hat auch. Es ist nicht jedes Mal, dass jeder sagte, ja, Hope Songs, aber wir haben es tatsächlich gemacht und ich glaube, wir haben viel mehr gemacht zusammen als Familie mit Musik ja. In dieser Zeit als je zuvor. Was würdest du sagen, Patrick? Auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, was du auch gesagt hast, manchmal kann man zum Kopfschütteln leben und immer denken, oh nein, oh nein. Oder man kann sagen, vielleicht auch gerade im Angesicht dieser schweren Momente, wo ist denn was Hoffnungsvolles daran? Und es ist überraschend, was man entdeckt und was mit einem macht. Und was man auch selber beginnt zu machen und wie Hoffnung ansteckend wird. Das hat ja was damit zu tun, wo man hinschaut. Ja. Und du hast den Glauben angesprochen. Dein bekanntestes Lied, würde ich sagen, ist Jesus in my house, Jesus in meinem Haus. Was bedeutet das? Also, das ist sogar bei uns im Gesangbuch, im evangelischen Gesangbuch bei uns in der Landeskirche. Was bedeutet das für dich ganz persönlich, dass Jesus in deinem Haus, in eurem Haus dabei ist? Ja, es heißt, dass wir
wir wissen, dass wir sind nicht allein. Dass in diesem Haus, wir sehen uns, aber es gibt einen anderen Gast, der bei uns wohnt und uns die Kraft gibt, weiterzugehen und immer Licht ist, wenn es ein bisschen dunkel aussieht. Das ist viel. Das ist viel mehr, als man erwarten könnte. Viele Leute fragen mich, wie ist das mit dem Glaube? Und ich kann das nicht erklären manchmal. Das ist einfach ein Geschenk. Und ich bin dankbar, dass ich das habe. Toll. Ihr habt ein Geschenk gemacht, uns allen, indem ihr nämlich im letzten Jahr in dieser Pandemie eine CD aufgenommen habt. Das Leben ist nicht schwarz-weiß. Ein sehr persönliches Album. Ihr erzählt da ganz viel auch persönliche Geschichten. Und jetzt ist ein Buch dazu auch erschienen. Ganz genau, passt auch dazu. Kommt demnächst auch in den Handel. Das riecht noch ganz neu. Also das Leben ist nicht schwarz-weiß. Eins der großen Themen darauf ist auch die Herausforderung durch Rassismus. Da gibt es ja ganz viel zu sagen und ihr erlebt da sicher auch ganz vieles selber und habt darüber ja auch gesprochen auf der CD. Ist sehr, sehr bewegend. Was macht euch Hoffnung für das Zusammenleben der Menschen, das ihr doch oft sehr herausgefordert ist? Ja. Patrick, ich weiß, dass diese Frage vielleicht man denken würde, ich könnte das antworten, aber wir leben auch als Familie. Guck uns an und es ist jede Farbe dabei irgendwie und wir leben mit diesen Themen zusammen irgendwie. So, nee, ich glaube auch, was uns da Hoffnung macht, ist, wenn wir merken, wie Leute anfangen umzudenken, wie die merken so, okay, vielleicht muss ich auch als Weißer mal anders mir das angucken. Vielleicht muss ich auch mal zuhören. Wir erleben das in unserem Dorf. Wir wohnen auch in unserem Dorf, wie gesagt, ganz im Westen, in den Alpen und haben da auch angefangen, mit Geflüchteten ins Gespräch zu kommen. Es war sehr schön, als wir in der Kirche hier waren heute. Unten sind auch Geflüchtete da gewesen. Hat sich sehr familiär angefühlt. Und wir waren erinnert an Menschen, die unsere Freunde geworden sind. Und da haben wir, glaube ich, auch gemerkt, es waren mal Nachrichten und es ist jetzt unsere Nachbarn geworden. Und wir müssen auch irgendwas damit machen. Die Welt verändert man nicht irgendwo da draußen, sondern wirklich so in seinem Umfeld. Und ich glaube, was wir gemacht haben, ist Menschen zusammenzubringen. Was du auch so gerade erzählt hast, wenn man anfängt, Hoffnung zu verbreiten, steckt das selber an. Ganz praktisch haben wir 253 Leute zusammengebracht. Jüngste war 7, Leni hieß sie. Der älteste war Shang Schmitz, 84 Jahre alt. Und alles dazwischen. Dabei auch 14 Nationen, die aber alle in Alpen zu Hause sind. Menschen, die da geboren wurden und Menschen, die seit ein paar Wochen da waren. Und wir haben angefangen, zusammen Musik zu machen und zu singen. Und gemerkt, wie manche, die vielleicht eigentlich ganz viel Grund zur Trauer haben, weil sie auch Schlimmes erlebt haben, getanzt und gejubelt haben auf der Bühne. Und wie nach diesem Konzert dann ein Nachbar zu uns kam, noch größer als ich, so ein Hühne, der flennte und heulte, weil er so berührt war. Und wir haben gesagt, wenn die richtigen Menschen weinen und die richtigen Menschen lachen in diesen Momenten, das macht uns Hoffnung, weil es gibt beides. Und ich glaube, dieser Umgang mit Rassismus ist auch eben das. Lass uns nahe kommen, lass uns zuhören, lass uns Dinge zusammen tun und dann wird auch Hoffnung wachsen und wir können manches Schwere überwinden, was unzweifelhaft da ist. Wie gesagt, da erzählen wir von, das Leben ist nicht schwarz-weiß, weil das Leben ist nicht schwarz-weiß. Ganz herzlichen Dank. Und jetzt kommt natürlich Jesus in my house. Thank you, Heavenly Father, for your love for me. I'm forever grateful that you sacrificed your son. You saved my soul and changed my destiny. Thank you, God, for Jesus in me. I'm so glad that Jesus lives in my house. Good to know that He is here with me now. All of my life, Jesus in me, Jesus in my house. All of my life, and always will be. Thank you for the purpose you have placed in me.
Thank you for forgiveness and the chance to start again. I face the future knowing I will be safe and sound with Jesus in me. I'm so glad that Jesus lives in my house. Good to know that He is here with me now, yeah. All of my life, Jesus in me, Jesus in my house. All of my life, and always will be. Danke für den Sinn, dass du mein Leben gibst. Danke für Vergebung und die Chance für einen neuen Anfang. Ich gehe mit Zuversicht in der Zukunft, mit viel Hoffnung in dem Wissen, dass Jesus lebt in mir. Thank you for the purpose you have placed in me. Thank you for forgiveness and the chance to start again. I face the future knowing I will be safe and sound with Jesus in me. I'm so glad that Jesus lives in my house. Good to know He is here with me now, yeah. All of my life, Jesus in me, Jesus in my house. All of my life, and always will be. I'm so glad that Jesus lives in my house. Good to know that He is here with me now, yeah. All of my life, Jesus in me, Jesus in my house, all of my life, and always will be. All of my life, and always will be. And always will be. Nun, ganz erfüllt von den vielen Hoffnungszeichen in der Hoffnungsbox, frage ich Sie nach Ihrer Hoffnung. Was ist Ihre Hoffnung? Was ist der Grund für Ihre Hoffnung? Ja, das sind ja zwei Dinge. Jetzt mal, was ist meine Hoffnung? Meine Hoffnung ist, dass alles gut ausgeht. Dass das alles, was wir in unserem Leben versuchen, was wir uns wünschen, wozu wir uns anstrengen, dass das einen guten Ausgang nimmt. Dass mein Leben einen Sinn hat. Dass es einfach sinnvoll ist, dass ich lebe und dass ich gut lebe. Das ist meine Hoffnung. Und der Grund dafür ist, nachdem sich alle kleinen Hoffnungen im Laufe von Leben immer wieder auflösen, dann merken wir alle, eigentlich ist es die Frage, warum leben wir denn? Was macht das für Sinn, diese Veranstaltung durchs Leben zu wandern, zumal man dann sterben wird? Und da denke ich, es hat doch einen tieferen Sinn. Den muss ich spüren in mir, den muss ich spüren von anderen. Den flüstert mir nicht der liebe Gott ins Ohr, sondern da frage ich die anderen und dann gehen wir in die Gemeinschaft und gehen einfach los. Machen was und das macht uns stärker. Und davon lebe ich mein ganzes Leben bisher. Ich bin ja schon ganz schön alt geworden. Und das ist eine Erfahrung, die mich immer getragen hat. Deswegen finde ich das so toll und gut, was Sie da machen. Ja, danke schön. Wow, wir sind hier in Hütte. In Hütte, aber auch in der Friedenskirchgemeinde gleichzeitig. Ja. Genau, und wir haben ein Friedenslied mitgebracht. Aus unser Dorf Alpen, okay? Ja, genau. Wir sind am Niederrhein, ganz an der holländischen Grenze und ja hier fast an der polnischen. Und das ist ganz schön. Quer durch die Republik ist der Frieden gereist und angekommen in ja, dieser Friedenskirche. Genau. Und der Refrain sagt, es ist ziemlich klar, wir suchen alle etwas. Und wir tragen unsere Sehnsucht tief in uns. In unserer Welt tut vieles weh. Was wir brauchen mehr denn je, ist Frieden. Hey yeah, la, la. Hey yeah, la, la. Hey yeah, la, la. Hey 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 la, la. Mächte gegen Schwache,
scheint unbedeutend. Wo ist denn die Hoffnung für Familie, Mensch? Brüder gegen Schwester, einmal waren wir eins. Wo ist denn die Liebe, die vergibt und heilt? Es ist ziemlich klar, wir suchen alle etwas. Und wir tragen unsere Sehnsucht tief in uns. Und unsere Welt tut vieles weh, was wir brauchen mehr denn je. Frieden, Frieden, hey yeah, hey yeah. Zerbrechlich, frei ist Freiheit nicht. Wohin führt dein Herz dich? Glaube an das Licht. Es ist ziemlich klar, wir suchen alle etwas. Ja, wir tragen unsere Sehnsucht tief in uns. In unserer Welt tut vieles weh, was wir brauchen mehr denn je. Freedom, freedom, hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey, hey, hey. Es ist ziemlich klar, wir suchen alle etwas. Ja, wir tragen unsere Sehnsucht tief in uns. In unserer Welt tut vieles weh, brauchen zu Hause mehr denn je. Frieden, Frieden, es ist ziemlich klar, wir suchen alle etwas. Ja, wir tragen unsere Sehnsucht tief in uns. In unserer Welt tut vieles weh, was wir brauchen mehr denn je. Frieden, Frieden, Frieden. Frieden, Frieden, Frieden. Ja, die Hoffnungsbox ist ausgepackt. Es ist nichts mehr drin. Es ist alles zu sehen. Wir haben viele Hoffnungszeichen angeschaut, darüber nachgedacht. Wir haben tolle Lieder von der Hoffnung gehört. Wir haben Zeugnisse gehört von Martin Patzelt und von Familie Bailey und Depul. Ich nehme für mich mit, Hoffnung, das ist nicht einen bestimmten Endzustand zu erwarten, sondern sich darauf einzustellen, es wird immer neu und anders. Aber egal wie, ich habe weiter Lebensmut. Mir wird weiter Lebensmut geschenkt, dass der Weg irgendwie weitergehen wird und gut weitergehen wird. Und woher kommt die Hoffnung? Sie kommt von der Gemeinschaft von Menschen, aber nicht von irgendwelchen Menschen, sondern von Menschen, die sich für andere Menschen einsetzen, für sie hingeben, die über sich selber hinaussehen, über das, wie sie sind, über das, was sie sich bisher vorstellen könnten und die sich selbst aufs Spiel setzen. Und das Urbild aller dieser Menschen, das ist Jesus Christus. Ja, die Hoffnungsbox ist ausgepackt. Dieser Hoffnungsweg Oderland Spree 2020, 2021, der geht zu Ende. Aber unsere Hoffnungswege, die hören natürlich nicht auf, sondern die gehen weiter oder die fangen jeden Tag neu an. Wir haben Hoffnung, wir brauchen Hoffnung. Und wir wollen weiter mit Ihnen Hoffnungszeichen sammeln. Wir wollen darüber mit Ihnen ins Gespräch kommen. Was macht Ihnen Hoffnung? Wir wollen Hoffnungsfeste feiern. Am 18. und 19. September an verschiedenen Orten im Kirchenkreis. Herzliche Einladung.
Die Orte kann man auf unserer Homepage nachlesen, www.kirche-oderland-spree.de. Und dann kommt noch eine Einladung. In einem Jahr, am 11. September, wollen wir unseren regionalen Kirchentag Oderland-Spree feiern. Hoffnungszeichen. Wer weiß, was sich bis dahin alles noch an Hoffnungszeichen ergeben hat. Wir sind dann wieder zusammen und wir freuen uns aufs Wiedersehen. Natürlich besonders auch mit Judy Bailey, Patrick Depool und ihren wunderbaren Söhnen, dann vielleicht ein Jahr älter. Mal sehen, wie es aussehen wird. Wir freuen uns aufs Wiedersehen. Bleiben wir alle guter Hoffnung. Ah, es war ganz schön, mit euch zu sein. Wollte nur enden mit einem Segenslied. Das Lied sagt, sei einfach stark in unser Gott. Wir freuen uns, wenn wir uns nächstes Jahr sehen. Großer Dank an unsere Jungs, dass die einfach spontan mitgewirkt haben. Und wir freuen uns wirklich, wenn wir uns nächstes Jahr sehen. Sei stark. It takes courage to look at your life. Come back a long, hard look and search your inside to see just who you are and who you want to be. Find out your calling and fulfill your destiny. To lift your light up and shine like a star. To do the right thing no matter how hard. Whatever it feels like, that cross you bear. Remember, God will leave you more than you can bear. So be strong, so be strong, so be strong. Hold on, hold on. So be strong, so be strong, so be strong. Hold on, hold on. It takes courage to keep the faith. To fight your way through the raging storm and not be swayed. To stand for justice and go against the flow. To keep your vision even when you stand alone. So be strong, so be strong, so be strong. Hold on, hold on, yeah. So be strong, so be strong, so be strong. Hold on. Takes courage to hold it down. To choose wisely when the pressure is on. To cool your passion and engage your brain. I know temptation can drive you insane. Yeah. So be strong, so be strong, so be strong. Hold on, hold on. Yeah. So be strong, so be strong, so be strong. Hold on, hold on. The Spirit is with you to strengthen and keep you. His power, His presence, they never will leave you. So stand like a champion, a run in this race. A great crowd of witnesses cheering you on. God holds it together, He's with you forever. So be strong, so be strong, so be strong. Hold on, hold on. So be strong, so be strong, so be strong. Hold on, hold on, eh. So be strong, so be strong. I've got to be strong. So be strong. Hold on, hold on, eh. So be strong, so be strong, so be strong. Hold on, hold on. Bye. Bis nächstes Jahr. Ciao. Ciao.
Wow, wir sind hier in die Hütte. In der Hütte sind wir. In der Hütte. In der Hütte, aber wir sind in Hütte. In Hütte, okay, fangen wir wieder an dann. Das ist